Hör mir zu, ich erzähl dir eine Fuckboy. Was wie Fuckboy, hiernach bist du Fuckboy. Sitzt er mit seinem Dad bei Leroy Matata. Ist der Titel Hurensohn, trifft endlich sein Vater. Schicke dich zum Modeboutique. Ich weiß, dass ich jung bin und vieles noch vorhab. Deine Brüder vergessen mein Wortschatz. Schon mit 17 Jahren alles vormacht. Alles vormacht, ey. Mein Kopf ist Rille, Rille, Rille. Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen bei der nächsten Challenge. Und zwar bin ich dieses Mal mit am Start. Die Challenge heißt Rap Quiz. Mal gucken, wer hier das meiste Deutschrap-Wissen hat. Und der Abbas ist heute der Moderator. Ich übergebe direkt an ihn und er wird euch die Spielregeln erklären. Yes, was geht ab? Also ganz simple Regeln. Es sind drei Regeln. Regel Nummer 1, wer richtig buzzert, er kriegt einen Punkt. Regel Nummer 2, wer falsch buzzert, kriegt einen Minuspunkt. Und Regel Nummer 3, die wichtigste Regel, die Hände bleiben unterm Tisch. Daumen in die Kante rein, alle Hände unterm Tisch und wir fangen direkt an. So, und der Gewinner bekommt 100 Euro. 100 Euro, es geht sich alles um 100 Euro. Ja, wer hier gewinnt, der nimmt direkt 100 Euro Cash mit nach Hause. So, Frage Nummer 1. Wie hieß der Fußballer aus dem berühmten Song von Fahrt, der eine Freundschaft thematisiert? Ja, Fahrt hat einen berühmten Song, er thematisiert eine Freundschaft und da wird ein gewisser Fußballer. Rashid. Ja, richtig. Rashid und Jamal, Freunde seit Tag 1. Die Welt ist ungerecht, mein Freund mag sein, doch beide waren füreinander da. Okay, wir wissen, du bist alt. Wir wissen. So. Und ich weiß nicht mehr weiter. Ich bin alt, aber ich sehe jünger aus als du. Nächste Frage, Hände unterm Tisch. In wessen Ghetto kracht der Mond? Massiv. Oh. Massiv. 2 Punkte. So, Frage Nummer 3. Nenne alle Labels, in denen Capital Bra war in chronologischer... Produzent war zuerst. Produzent war zuerst. Okay. Der hat vor dir. Also. EGJ. Bra Musik. Ist das schon? Fuck. Kuku. Team Kuku. Boah, Bruder, Team Kuku. Dann kommt da bei Bushido da. Wie heißt es denn? Der Name. EGJ. Und dann. Ja, Zeit. Ja. Zeit, Bruder? Ja, so. Okay. Hey, ich war jetzt erst. Nein, ich wollte nicht mal. Ich war schneller. Team Kuku, EGJ, Bra Musik. Richtig, ja. Chronologische Reihenfolge. Ja, Bruder, aber eigene Label zählt doch nicht. Egal. Also, wer mich mitten unterbricht beim Buzzern, ja, ich werde die Frage nicht weiterhin ausführen. Ja, ihr macht die Antwort. N100, der Produzent nimmt einen Minuspunkt mit, ja, und Elias hat den Punkt mitgenommen. So, Fuckboy auch Minuspunkt übrigens, ja, der hat auch falsch gemacht. So, ich hoffe, das ist alles protokolliert da hinten und es geht weiter. Wie heißt das Fitnessprogramm von Kollegen? Produzent war zuerst, hat nicht gebuzzert, aber er hat zuerst... Boss-Transformation. Boss-Transformation war richtig. So, Punkt geht an den Produzenten. Nächste Frage. Nenne 3 Rapper aus dem Asla-Camp. Haftbefehl. Millionär. Sufjan. Richtig, das sind 3 Rapper gewesen, ja. Was auch richtig gewesen wäre, wäre Abdi, Celo, so, Capo und so weiter und so fort. Asimema war auch drin gewesen und so weiter und so fort. Aber 3 Rapper, war richtig. So, nächste Frage. Mit welchem Song schaffte Loredana ihren Durchbruch? Fuckboy. Sonnenbrille. Jawohl, richtig. Den Punkt wieder reingeholt. So, Hände unterm Tisch. Elias, Hände unterm Tisch bitte. So, wofür steht die Abkürzung VBT? Produzent war leider kurz vor dir. Es war eine Millisekunde. Video Battle Rap Turnier. Nein, Video Battle. Video Battle Rap Turnier. Nein, Video Battle Turnier. Richtig. Video Battle Turnier. Das Rap kommt weg. Die beiden. 4-7 und der Produzent Minuspunkt. Ich wusste nicht. So, Video Battle Turnier, nicht Video Battle Rap Turnier. Es ist die richtige. Richtig, also. Nächste Frage. Früher hieß er Play 69, aber wie? Bojan! Elias, ja! Ich hab bei Sess gedrückt! Elias war eine Sekunde vor dir. Ich will andere Moderator. Pech. Also, nächste Frage. Meine Lieblingsfrage. Mit wie viel Ös wird der Trackname Nutte von Sio? 3. Sorry, 4. Hä? 3. Ich bleib bei 3. Du bleibst bei 3? Ja. Okay, lass sie durchgehen. 3 ist richtig. 3 ist richtig. Okay. So. Ich hab mich das Nutte! Ja, ne?
So. Hände unterm Tisch! Nächste Frage. Nenne. Darf ich mir die Frage stellen? Okay. Nenne drei Deutschrap-Songs, die über 100 Millionen Klicks auf. Jungfrau. Eine Sekunde vor, Jungfrau. Also drei Rap-Songs nennen, bitte. Kokaina, Neymar, 500 PS. Die letzte Auswahl müssen wir eben überprüfen. Ja. Auf welcher Plattform war das? Ich hab's nicht mehr gehört. Ich hab nur. Was? Es muss YouTube sein. YouTube. Oh, über 100 Millionen Klicks. 500 PS ist, glaube ich, nur so 80, 90. Richtig? Ja! Und er nimmt den Punkt mit! Scheiße. Jawohl. Das ist so eine geschenkte Frage. Ja, was noch richtig gewesen wäre, wäre Tamam Tamam, Tamam, was Tamam. Du Liebe nennst. Kubala Bleiben aus Plastik ohne mein Team. Ola Bille. Hey, Kubala los? Es gibt so viel mehr, ne? Wir haben das alle aufgeschrieben, aber... So, nächste Frage. Seit wann trägt Sido keine Maske mehr? Fuck. Ah, fuck, scheiße. Ich bin doch dran, Habibi. Bleib mal auf dem Teppich wie Aladdin. Wie viel Zeit habe ich? Ja? Ich gebe dir 10 Sekunden. Okay, oh, krass. 8, 10 schnelle Sekunden. 7, 6, 5, 4, 3, 2. 2008. Falsch. 2005, Jan. Jawohl! Da bist du nicht mal geboren worden. Minuspunkt von 47, Pluspunkt für Elias MNS. So. Bitte? Wie ist der Stand? Wollen wir den inzwischen sagen? Boah, das muss gleich der Protokollist. Der Protokollist. Nenn mal das Protokollist. Der Typ, der das Protokoll führt. So, weiter geht's. Welcher Rapstar wurde durch Instagram groß? Mero. 47 war zuerst. 47? Mero. Mero ist richtig. Mero? Zahl. Was für Zahl? Nein, keine Zahl. Nein, kein aktueller Name. Mero. Mero. Ja, wir wissen, was ein Mero ist. Ja, wir wissen. Das gibt, ja, es gibt Ferro El Mero, Mero, Ferro. Aber das ist schon eine wilde Frage, oder? Weil wer wird nicht durch Instagram gefragt? Viele wurden durch Instagram groß, aber Mero ist wirklich der größte Instagram. Ne? So, nächste Frage. Wie heißt der leibliche Bruder und Rap-Kollege von AZ? Produzent. Bruder. Produzent. Albi. Nein, Mann. Albi ist nicht. Ja. Das hat bei dir zwar geklingelt, aber er hat alles gedrückt. Du siehst alles. So, oh, mach nicht kaputt. Nächste Frage. Welcher Deutschrapper hatte zuerst mit 6ix9ine ein Feature und... und? Sag ruhig. Ich? Ja. Farid und Capo. Ja. Gringo. Oh! Leider habt ihr die Frage mich nicht zu Ende sprechen lassen. Oh, hey. Da hast du Minuspunkt? Nein, 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 nein. Wie? Ich sag die Frage nochmal. Ja? Ich sag, also beide haben jetzt einen Minuspunkt, ja? Das ist der Nachteil, wenn du mich nicht aussprechen lässt. Welcher Deutschrapper hatte zuerst mit 6ix9ine ein Feature und wie hieß der Song? Gringo Skittles. Richtig! Ja! Minuspunkt für Fuckboy, Minuspunkt für 47, Pluspunkt für Jungfrau. So, nächste Frage. Wie heißt der Deutschrap-Song mit den meisten Bars und wen gehört er? Ich, Echo Fresh 1000 Bars. Falsch! Fuckboy! K1, aber ich weiß nicht, wie der. Falsch! Hä? Bruder, ich wollte auf Buzzer und schon auf Tisch. Leute, ist der hat mehr als 1000 Bars? Nee, ich hätte auch 1000 Bars gesagt. Leute, hätte ich auch gesagt. Aber ich es sind zwei Fragen, merkt euch das. Welcher Rapper und wen. Hier, welcher Song und wen gehört der? Also Rapper und der Songname brauche ich. Ja, Echo Fresh 1000 Bars. Falsch! Er hat es auch genauso gesagt. Ich sag falsch, der macht wieder Buzzer und sagt wieder falsch. Gerade mit Künstlern. Ey Leute, ihr seid auf dem richtigen Weg, aber vielleicht. Elias sagt schon, er guckt von sein Handy. Was? Nein, nein, nein. Ey, Ruhe, Elias. Was laberst du? Ich guck mich auf mein Handy. Was ist die Antwort? Bruder, ich hätte so einen SpongeBob gesagt. Nein, war auch falsch. Auch falsch. Und du wisst, wer der Produzent ist oder was? Kurzer Tipp an der. Nein. So, ganz kurz. Ihr beide wart auf dem richtigen Weg. 47 Produzent war auf dem richtigen Weg, aber. Eine der beiden Komponenten der Frage war falsch. Entweder der Rapper ist falsch oder der Name ist falsch. Der Rapper oder der Name? Eine der beiden ist auf jeden Fall falsch. So. Wir dürfen nicht mehr buzzern. Nächste Frage. Nächste Frage einfach. Ja. Ja. Weiter. Okay, ich stelle die Frage später nochmal. Überlegt ruhig bis dahin. Kannst du jetzt die Antwort schon sagen? Ja, Antwort? Okay. Echo Fresh 2020 war es. Im Jahr 2020 hat er einen Read gedroppt auf YouTube. 2020. Das dachte ich mir, aber ich wusste es nicht. Er hat über 2000 Bars im Jahr 2020. Krass. Okay. Respekt. Ja, verstehe ich auch nicht. Wozu diese Kopfschmerzen? So, Hände unterm Tisch bitte, Daumen in die. Wie viele Klicks hat das? Das weiß ich nicht. Das hat weniger Klicks als Bars. Ja, das stimmt.
Nächste Frage. Der Beat aus dem Song Rolly von Shindy wurde vorher... Ozzy. Produzent? Ja, das war aber nicht die Frage, mein Freund. Oh! Minuspunkt. Oder können wir einmal die Fragen komplett durchhören? Ja, ist jedem überlassen. Psch. Der Beat aus dem Song Rolly von Shindy wurde vorher einem anderen Rapper angeboten. Dieser hat ihn jedoch abgelehnt und deswegen hat Shindy ihn bekommen. Welcher Rapper hat den Beat abgelehnt? Woher sollen wir das denn wissen, Mode? Es ist in den Listen gewesen. So. Darf ich die Antwort am Ende sagen? Tipp, es ist auf jeden Fall von OZ produziert worden. Das stimmt schon mal. Ne? So, für wen? Was denn? Sag mal, von welchem Land der Rapper ist. So, der Rapper ist ein Ami-Rapper. Nee, Bruder, ich buzzer nicht. So. Ich riskiere es gar nicht. OZ, der. Jungfrau. Drake. Yes! Ja! Stark. Stark. Der Beat Rolly von Shindy war erst für Drake gedacht. OZ hat ihn produziert, der hat ihn abgelehnt, deswegen hat Shindy ihn bekommen. Kann ich das trinken? Da OZ. Ab sofort, ich drücke nie wieder. Gleich. Ich höre mir die Frage. Hände unter drücken nicht mehr auf. Ich drücke nicht mehr auf. Nächste Frage, Hände unterm Tisch. Für welchen Stadtteil in Berlin steht die Zahl in UFOs Namen? Fuck. 361. Ja, aber für welchen Stadtteil steht das? Dingen. Fehler. Du hast, da hat er falsch gemacht? Ja. Kreuzberg. Kreuzberg, Berlin wäre richtig. Ach, du bist Berliner. Nein, ich bin Münchner, Bruder. Du bist Berliner. Es ist egal, Bro. Die Frage ist richtig. Wofür steht die 361? Wofür steht die Zahl? Psch, Leute, ich mach's. Wofür steht die Zahl? Die Zahl ist 361 schon richtig, aber wofür steht die? Du hast ja, für 361. Wofür steht die? Richtig. Falsch verstanden. Ja, Bruder, passiert. Passiert. Ihr müsst lass uns doch die Frage zu Ende hören. Punkt für Fuckboy, Pluspunkt für Jungfrau. Ich glaube, Jungfrau ist schon gut dabei, ne? So, ja, ne? Ich glaube schon, ne? Ich glaube, so. Er ist auf gutem Weg. So, wie viele Studioalben hat Farid Bang? Was? Wie viele Studioalben hat Farid Bang? 4-7. Also, Asad Massaker, ja. Asad Massaker 2, Jung Brutal Gut Aussehen 1. Das gehört auch oder Soloalben? Gehört auch dazu. Okay, das, Banger Leben Kürzer, Jung Brutal Gut Aussehen 2. Gehört nicht dazu. Das ist Collab. Ich habe gerade gefragt, Soloalbum? Nur Soloalben, okay? Asad Massaker 1, Asad Massaker 2, Banger Leben Kürzer, Der letzte Tag deines Lebens, Asad Massaker 3. Asad Massaker 4. Ich hab keine Ahnung. Du willst du eine Zahl abgeben oder war es das? Willst du eine Zahl sagen oder was? Ich sag eine Zahl. Ja, sag. 8. Falsch. Produzent. 7. Falsch. Nein. Jungfrau. 9. Falsch. 10. Richtig. Ja. Alle Minuspunkte, Fuckboy hat gar nicht, weder Plus noch Minus. Das stimmt, das ist das letzte Album bei X. Elias MNS hat den Punkt mitgenommen. Ah. So, nächste Frage. Welcher Rapper war es? Ich hab gefühlt oder Farid Bang? Ich hab nicht zugehört. Farid. Ach, scheiße, okay. Frage fällt schon. So, Hände unterm Tisch bitte. In welchen Ländern liegen die Wurzeln des Rappers Jamule? Produzent. Spanien und Libanon. Richtig, halb Libanese, halb Spanier. Was denn? Woher sollen wir das wissen? Wer hat Jamule? Bruder, er wusste es. Und er hat eine Dokumentation. Jamule macht gute Songs, Mann. Spaß, ich hab gerade Jamule noch gehört. Bruder, der ist gut. Zwei Fragen habe ich noch für euch. Zwei Fragen. Jamule, komm mal rein jetzt. Wie hieß das erste Collabo-Album von Bushido und Flair? Oh, ja. Carlo Cooks Noten 1. Richtig. Mhm. Ich hab doch gedrückt. Bruder, er war vor schneller. Dir. Er war kurz vor dir. So. Du bist doch beim Sex schneller. Letzte Frage, also gut zuhören. In welchem Jahr? 2019. Was, Bruder? Was Album denn? Drama von Shindy. 2019. Woher wusstest du? Es ist richtig. So krass. Es ist richtig. Das gibt's doch nicht. Let's go! Okay, stark. Verkündung. Okay, das war's mit dem Breakfast und jetzt kommt die Verkündung. So, angefangen bei Jungfrau. Du hast gut abrasiert, du konntest 4 Punkte sammeln. 4 Punkte. Stark, stark. Produzent, du hast oft gebuzzert, Bro. Aber du hast mehr falsch als richtig. Ein 100 drückt auf Play. Deswegen minus 2 Punkte für den Produzenten, aber trotzdem stark, gleich einmal bloß. So, 4-7, du bist Rap begabt, du kennst dich aus, aber hast zu schnell gebuzzert. Minus 3, Bruder. Minus 3, aber er hat es versucht. Fuckboy, was denkst du, wie viele Punkte hast du? Bruder, ich glaub, 2-3 Punkte. 2-3, mach minus dahinter, Bruder. Minus 3 Punkte auch für Fuckboy.
Elias MNS, deine Meinung, wie viele Punkte, was denkst du, wie viele du hast? Ah, was ich denke? Ja, Mann. Sechs. Sechs? Ja. Wie viel hatte die Jungfrau? Vier. Ja. Wie die letzte Frage, liegt der Junge wieder richtig, der hat auch sechs Punkte jetzt. Leute, oh. Der Junge nimmt die 100 Euro nach Hause. Mein Event, ja. Das war für die cool. Aber es war knapp zwischen den beiden, ja, zwischen den Außenstehenden. Hast du deine richtige Antwort gemerkt oder was? Ja, Bruder. So, das war's in den Red Quiz. Weil ihr habt ja gesagt, die kommen am Ende nochmal. Okay, wir sind raus. Wir sind raus. Bro, kennst du die Zahnaufhellung von Concept Weiß? Sie machen Zähne cleaner als die Drugs von Walter White. Hab ich schon gehört, ja das klingt toll, aber ist die Zahnaufhellung sinnvoll? Deine Zähne werden zu Mädelsteinen aus Rohdiamanten. Warum? Du wirst vor Ort von Profis behandelt. Sie legen viel Wert darauf, dass du gepflegt bist. Concept Weiß bietet Garantie auf das Ergebnis. Aber eine Sache liegt mir auf der Seele. Ist die Behandlung nicht schädlich für die Zähne? Sowas kann im Leben nicht verkehrt sein. Keine schädlichen Nebenwirkungen und alles schmerzfrei. Okay, das hört sich an, als ob die Rettung naht. Aber hab ich langfristig ein Resultat? Es hält bis zu einem Jahr, aber kein Problem. Concept Weiß bietet sogar ein Refresh-System. Du bezahlst keine Standardkosten. Du kannst vergünstigt zu der nächsten Behandlung kommen. Ist dieses Angebot vertrauenswürdig? Natürlich, bei Concept Weiß wird dein Traum verwirklicht. Siehst du eine Filiale bundesweit, dann fahr rüber. 20 Standorte in Deutschland plus der Marktführer. Viele Promis vertrauen also Beeilung. Den Link findest du oben in Videobeschreibung. Ja, meine Freunde, ich habe den Elias gerade aus dem Pool rausgezogen. Er hat sich jetzt, wie man sieht, getrocknet. Weil, mein Freund, ich habe hier jemanden, der hat dir was zu sagen. Ich habe eine Videobotschaft für dich. Ne? Bitte sag mir, es ist Sammy. Guck es dir an. Es ist auf jeden Fall jemand sehr, sehr, sehr Relevantes. Ne? Mhm. Schau es dir jetzt an. Aber es kommt auch, du kannst auch gucken. Was geht vor Seven, mein Bruder? Ich war gerade dick kacken und ich habe gesehen, dass der Elias NMS mich gedisst hat. NMS. Okay, warte. Ich habe gesehen, der hat mich gedisst. Der meinte, dass ich meinen Schwanz einziehen würde und mich nicht zu einem Battle trauen würde. Dabei war er Ersatz. Ich hatte Corona, Bruder. Wie kannst du so über mich reden lassen, ja? Das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Oh, eigentlich juckt es mich nicht, aber ich bringe bald meine Welt raus. Deswegen, Elias, was willst du von meinem Penis? Ich kann dir gerne ein Bild von meinem Penis zukommen lassen auf TikTok, da bist du ja aktiv. Aber nimm dich in Acht. Die Zahl, die dich da erwarten wird, die hast du schon des Öfteren gesehen. Digga, gibt's hier immer Babyfitter. Ey, jetzt passt es doch optisch perfekt. Jetzt fehlt auch der radikale Oberlippenbart, aber im Großen und Ganzen passt es. Ich sag dir ganz ehrlich, ich habe keinen Bock auf diese ganzen TikTok-Reaktionen, hier Videos, dies, das. Deswegen lass uns einfach ein faires Battle haben bei 4-7, die Plattform nutzen. Aber ich sag dir eins, sollst du gegen mich verlieren, Bruder, dann lösch deinen TikTok-Account und hör auf zu rappen. Ich bin YouTuber. Aber vielleicht kann ich dir dann beibringen, wie man richtig Fake-Brings macht. Ich küsse dein Herz, Alibi. Ciao, ciao. Ja, er hat es am besten gesagt, er ist YouTuber. Und mit dem Battle werde ich ihn auch zurück in seine YouTube-Welt schicken. Und damit er mal lernt, die Finger vom Rap zu halten. Oder was soll ich da großartig zu sagen? Kann sein, dass er... Weißt du, ein relevanter YouTuber ist? Für mich ist er kein bisschen relevant, so nichts gegen den Bruder, aber wir machen das! Warte, ich bin dabei! Warte, kannst du mir mal eine Sache erklären? Warum hast du ihn gedisst? Ja Bruder, erstmal bei meinem Sarah-Battle, da hat einfach diese Parallele gestimmt, Alter. Und ja, danach, weil, ach, keine Ahnung, Alter, der hätte doch eigentlich auch hier sein müssen, aber hat ja Corona. Gute Besserung, nachträglich auf jeden Fall, wusste ich nicht. Ja, kein Problem. Holen wir jetzt einfach... Also nimmst du an? Bruder, ich stimme mit Herz an, ich bin... Ja, nee, Bruder, der wird nebenbei zum Frühstück einfach deinstalliert, Bruder. Okay, auf jeden Fall, das Battle, ich hab Bock auf jeden Fall auf das Battle, ich glaube, alle haben Bock drauf und ja, Faustkills gegen Elias MNS. Ich gebe wieder einen Pool nach dem Turnier. Was geht ab, meine Freunde? Kommen wir heute zum Finale. Heute ist Interview angesagt, erstmal bevor das Battle beginnt. Es ist einmal Elias, MNS und der Fuckboy. Was sagt ihr, Jungs? Seid ihr ready für das Battle? Ihr habt heute Finale, ihr seid so einen weiten Weg gegangen. Sag mal auf jeden Fall ein paar Worte. Also, dass ich überhaupt bis hingekommen bin, erstmal Respekt an mich, aber so. Nein, Spaß beiseite. Ich bin sehr gespannt, was auf mich zukommt. Du bist ja mein Bruderland. Deswegen, ich wünsche dir viel Glück, Bruder. Der Bessere soll gewinnen einfach. Also, ich glaube, die sind beide auf ein sportliches Finale aus. Deswegen, was sagst du dazu?
Ja, ich bin wieder alleine gekommen, so wie jedes Battle. Nee, ich freue mich auf jeden Fall. Also eigentlich hätte ich mehr Bock gehabt, die Jungfrau zu ficken, sage ich euch ehrlich. Aber ja, ich habe jetzt das Beste draus gemacht und ja, genießt. Okay, und wir haben ja schon im Vorhinein gesehen, dass du gegen Faustkills battlen wirst, ne? Aber nur, wenn er seine Freundin mitnimmt. Das sind also, da auf dieses Battle bin ich ganz, ganz gespannt. Also, das kommt irgendwann raus. Auf jeden Fall, ne? Bevor das Battle beginnt, für eure hier Leistung, was ihr abgeliefert habt, ne? Habe ich hier von unserem Sponsor Concept Weiß hier eine Tüte für dich. Eine Tüte für dich im Wert von 250 Euro. Da ist alles drin. Komplette Ausstattung, alles drin, ne? Check das auf jeden Fall ab. Und natürlich von meiner... eigenen Klamottenbrand Raigeki, ne? Das T-Shirt, was ich auch trage, ne? Habe ich extra zwei für euch hier. Die werden in den TikTok-Livestreams getragen. Die werden in den TikTok-Livestreams getragen. Ja, hoffentlich. Hier. Aber Bruder, welche Größe hat das? Das hier? Wir klären das gleich, auf jeden Fall, ihr bekommt erst mal T-Shirt. Auf jeden Fall, wir sind gespannt auf das Battle. Das wird Monster, ich hab richtig Bock und wir sehen uns. Was geht ab, meine Freunde? Mein Name ist 4-7 und herzlich willkommen zum Finale von Big Reality. Macht doch mal Lärm! Yeah! Wir haben heute richtig Bock, die beiden haben sich durchgesetzt und... das ist einmal Elias MNS gegen Fuckboy und ich glaube, die werden sich heute Punchlines an den Kopf schmeißen. Die werden das auf jeden Fall sehr, sehr sportlich machen. Auf jeden Fall, bevor das Battle beginnt, checkt auf jeden Fall Kaiser Lounge ab. Ab 18 Uhr für euch verfügbar und natürlich meine Klamottenbrand Raigeki ist jetzt online. Link ist in der Videobeschreibung. Checkt meine Klamotten auf jeden Fall ab. Und heute wird entschieden, wer die 2000 Euro mit nach Hause nimmt, ne? Wir haben einen Check für euch, ne? Deswegen gibt alles und ich würde sagen, wir fackeln nicht lange rum. N100 drückt noch nicht auf Play, weil wir müssen erstmal Münze werfen. Okay. So, warte. Wer ist Zahl? Wer ist Zahl oder Kopf? Kopf. Zahl. Du fängst an. Da ist Zahl. Also, du hattest doch Zahl. Ja. Du hattest doch Zahl. Ja, dann kannst du entscheiden werden. Ja, okay, du fängst an. Also. Warte, darf der entscheiden, oder? Ist doch immer so. Ja, okay, darfst entscheiden, okay. Fuckboy wird beginnen. Warte. Du bekommst das Mikrofon. Und N100, drück auf Play, Motherfucker. Okay, check. Hört man mich genug? Hört man mich gut? Ja. Beat bisschen lauter, Bruder. Ah. Fuck you, Fuckboy, schau wie ich die Hobox. Und da ist ein bisschen Lippe in deinem Botox. Du bist wieder aus der Hasselhoff, weißt du, Bitch. Denn nur Kinder unter 12 glauben an dich. Dein letztes Battle war nicht ganz nice, Poker hat gewonnen, so macht es den Anschein. Huren so Performance, wie kann man so an Schwanz sein? Deine Jokes waren besser als deine Punchlines. Du bist echt ein mieser Rapper, denn live rap sogar Tilo besser. Hättest du mal deine Texte gebracht, er war mehr am Joken als deine Ex gestern Nacht. Er läuft nur dein Tweet, diese Foot, ich schlage diese Sofa immer wieder kaputt, setze ihm in mein Suff, in den Kiefer ein Bruch. Ohne Asthma-Spray wär ich bei ihm nach 4 Tacken Schluss. Ich mach 24 Spaß und dann gute Nacht, Elias Eltern. Fragen, ob es in die Schule schafft. Bei mir fragen alle, denn ich bin ein Superstar. Bei dir fragen sie nur, ob du einen großen Bruder hast. Jetzt wird dieser Schwanz sie zerfetzt. Damals seine Mutter, ja, sie war ziemlich entsetzt. Als ich schwanger war, gab es sehr viel Stress, denn sie guckte mehr als Sarah GPS. Starke erste Runde von Fuckboy, macht aber Lärm! Genauso habe ich mir den Anfang vorgestellt. Kommen wir direkt zu der Antwort von Elias MNS. Gib ihn, N100. Hallo, hallo? Okay. Was geht ab, Alter? Finalo! Ha? Das ist nicht persönlich, Bruder. Ich liebe dich, du weißt es. Ha? Okay, der baut sich wieder ein bisschen auf. Ha? Okay. Hör mir zu, ich erzähl dir eine Fuckboy. Was wie Fuckboy, hiernach bist du Fuckboy. Du kriegst die Texte geschrieben, ich bin fleißig. Du warst noch nie mein Bruder, sondern höchstens meine Sidechick. Aber was du willst, kein Problem, ich lass dich reden. Und reich dir höchstens meine Hand, wenn ich die Buckets gebe. Ich hab gehört, du bist Fußfetischist. Guck, wie nett ich bin, denn heute kriegst du Fuß ins Gesicht. Denkst du, mich juckt diese Scheiße auf Instagram? Was bringt die Boxen, wenn du
schon nach zwei Runden nicht mehr kannst. Ich bin ein aggressiver Hund, wenn ich mich voll becher. Was ich dich wunden, du hast höchstens Ohrlöcher. Du kannst nehmen ohne Ende, aber gar nichts geben. Kennen uns paar Wochen und schon willst du auf meinem Nacken leben. Battle gegen mich und du wirst live egal blamiert. Deshalb will er 50-50, weil er weiß, dass er verliert. Ich vergewaltige den Kaktoy, nur weil du Frauen belästigst, bist du lange noch kein Fuckboy. Wie ekelhaft du bist, ist den meisten nicht bewusst. Ich glaube, dass du sogar deiner Mutter auf den Hintern guckst. Du tust mir herbe leid und das ist ernst gemein. Mich würde es nicht mal wundern, wenn du es mit deiner Schwester treibst. Einen Fakt haben die Leute knapp vercheckt. Du bist kein krasser Rapper, du bist Deutschlands Apo-Red. Ja, ja, von wegen, du ballerst alle Huren lang. Du pissst in den Jacuzzi und gehst dann nicht mal duschen. Flex mit einem Benz, wie kann man so ein Lügner sein? Ich fahr zwar nur einen Corsa, aber dafür hab ich Führerschein. Heute wird der Penner beseitigt. Warum trägst du in den letzten zwei Battles das Gleiche? Ey, die Rheingoldlein hast du ganz gut aufgebaut. Deine Kinder singen bald, Papa war die Frau im Haus. Starke erste Runde von der Liste mit erstmal der Ballett. Das ist doch mal ein richtiges Finale hier. Und das war gerade mal die erste Runde. Einfach heftig, ne? Einfach heftig. Der rennt hier schon weg. Ich glaube, ist ein bisschen warm geworden. Kommen wir direkt zu der zweiten Runde von Fuckboy. Gib alles 100. So, Bruder, jetzt wird's auf jeden Fall ernst. Warte kurz. Okay, check. Auf jeden Fall nichts persönlich nehmen, Bruder, ja? Du weißt, ich liebe dich. Aber Bruder, heute wird auf jeden Fall sehr ehrenlos, Bruder. Sehr. Tut mir leid. Oh. Fucky Fuckboy, voll souverän. Jeder weiß, Little Rapper hat den Vogel zerlegt, der hat gewonnen. Du musst nicht die Worte verdrehen, sogar deine Mutter hat Little Rapper vorne gesehen. Hör zu, weil ich was zu sagen hab. Little Typ hat schon sehr viele Rapper nachgemacht. Ich hab auch das Talent, also check es. Ich imitiere Elias Menes. Sarah hat gegen dich viel gesagt, als die Huren so sagte, war das ein Real Talk Part. Soll so sein, jetzt kommt der Konter rein. Was für Hardrains passiert, du gönn dem Huren so mal Konzept. Weiß, ich werd dich zum Hauptbahnhof schicken. Kapital würde dich mit Autotum ficken. Was das für ein Mund? Stört dich das nicht? Deine Lippen sind 90% deines Körpergewichts. Du bist für alle ein übler Versager. Deine Mutter wird von 20 Türken geballert. Ihr Schlafzimmer ist im Gangbang-Modus. Dort herrscht wie bei Big Difference Kenneck-Bonus. Nach dem Battle bist du wieder fort. Und meine Jungs singen dann für mich Siegescore. Mit deinem Kinderkörper wird es für dich schwierig, Bro. Denn der Hurensohn ist kleiner als PAs. Starke zweite Runde vom Fuckboy Mad Ballett! Heftige Runde und wir kommen direkt zu der Antwort von Elias MNS. Gib ihn! Okay, Runde 2, was geht ab? Okay. Du warst mit 13 schon im Puff, darauf kommst du nicht mehr klar. Deine Psyche wie dein Sex, objektiv im Arsch. Bitte sag mir nicht, du machst das Business wie Katar. Machst auf abgefuckten Player, doch verliebst dich auf Azar. Warum du mir heute unterliegst, zwischen uns liegen über 3 Jahre Unterschied. Hab keine Weiber genagelt und wollt King sein, aber dafür hatte ich eine wundervolle Kindheit. Komm, erzähl mir nichts vom Leben, du Stricher, elender Pisser. Siehst du, wie ich deine Ehefrau finger, ehrenlos, Digga. Nach dem Battle holt er vehement immer seinen Penis raus, guck mich an, lächelt und wichst dann. Du bist ein billiger Mächtig, ein Double-Time-Rapper, der redet doch gar keine Sache. Ich schäme wie einmal, um Jibbe zu rauchen, kriegst du eine rapperzigen Panikattacken. Erzähl mir nicht, ich haben alle Weiber total gern. Das Battle ist wie großer Panzer gegen kleiner Todesstern. Du kannst boxen. Harte Schale, dummer Kern, kommt zu Universum, das könnte locker um erklären. Wenn ich will, zieh ich mich direkt. Das würdest du dich niemals trauen. Du merkst selber langsam, MNS ist voll der Coole. Du hast 3 Löcher und bist rund wie eine Bowlingkugel. Damit auch du mal checkst, Elias, Smash, Furkan, PS. Starke zweite Runde von Elias, MNS, warte mal leer. Der Brett sieht sich einfach aus. Video wird gelb. Nein, Video wird grün. Und jetzt kommen wir direkt zu der Antwort von Fuckboy. Elias, bitte nicht wegrennen. N100, warte noch mal ganz kurz. Wir sind hier im Finale von Big Reality. Im Weihnachtsfieber. Alle haben hier, fast alle, Weihnachtsmützen. Sehr schön. Elias, beeil dich bitte. Kommen wir direkt zu der Antwort von Fuckboy. Seine letzte Runde. Wie gesagt, das ist Turnier, deswegen im Finale, weil was auch finalwürdig ist, gibt es 3 Runden. Fuckboy, let's go. N100.
So, Bruder, nach meinem dritten Part kannst du eigentlich schon einknicken und nach Hause fahren. Okay, check. Okay, ey. Ich habe jahrelang gebraucht, um alles zu begreifen. Mama sagte, wer von ihnen will das Wasser reichen? Ich beseitige die guten und die bösen Seiten. Und dein Horizont verschwindet immer in den schönen Zeiten. Sag, wer will mir etwas erzählen? Bin ich groß geworden, hab den ganzen Dreck schon gesehen. Von ganz unten bis nach oben ist ein weiter Weg. Ich bin nicht der Alte und langsam hab ich's eingesehen. Ich wollte nie, dass meine Mutter noch weint. Ich hol uns raus, bis die Nacht mit der Sonne vereint. Doch die Sonne wurde kälter und dann kam auch die Zeit. Alles fällt, aber nur die Familie bleibt. Ich hab gemerkt, welche Leute feige sind. Es ist egal, ob die Musik die lila Scheine bringt. Bevor ich mit der Reise starte, gibt es noch ein feines Ding. Ich bin nicht Balenciaga, doch ich ficke noch ein kleines Kind. Fucking fucking Fuckboy gegen Elias, das wie Judas und Messias. Lambo gegen Fiat, nicht die Weltmeisterschaft. Dort, du kriegst sie die gelbe Karte in deiner Mutter Merbach und keiner als auf der Ellerstraße. Was hast du für ein Kindergesicht? Was für ein Kind du noch bist. Elias zeigt sein Babyface immer in den Medien. Du siehst uns wie Kinderschokolade aus Algerien. Ich bin starker, nenn mich dein Karma. Fick mit Kamagra und mache mich strafbar. Sitze mit seinem Dad bei Leroy Matata. Ist der Titel Hurensohn, trifft endlich sein Vater. Ich schicke dich zum Ende der Station. Wenn ich rappe, macht Leroy Standing Ovation. Vor Sidechicks krieg ich lediglich Lapdance. All white, everything wie Jeremy Fragrance. Führe dich auf das längste Date aus. Nach dem Battle hast du ein Mental Breakdown. Elias, das Kind will an Süßigkeiten naschen. So jung, er muss für Autoscooter Führerschein machen. Deine Mutter gibt mir harten Sex, deshalb koche ich was für sie mit Marinadenflex. Die Hähnchenkeule hat deiner Mom geschmeckt. Sie sagt, mein Löwe, mein Bär, mein Architekt. Was ist los? Was ist los? Starke dritte Runde von Fuckboy Matarazzo. Sowas gibt's nur bei Big Reality. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und jetzt kommen wir direkt zu der Antwort von Elias Jimenez. 100. Yo, Bruder. Der Sieg ist schon zum Greifen nah. Du hast schon verloren. Okay. Ah. Dafür, dass du so billig bist, bist du weit gekommen. Das Battle ist so wie Marokko gegen Hand noch nicht mal teilgenommen. Ha, ha, ich ficke diesen fetten Peach. Aus Prinzip gebe ich mir jede Runde auf Repeat. In der Villa hast du jeden Tag mein Schwanz geblot. Du bist ein richtiger OG, denn du bist auch rein gewohnt. Ha, bitte red nicht vom Luder, nicht mal Sarah GBS würde dir geben, mein Bruder. Du wirst innerlich misshandelt. Wer sich vor einer Frau zu Hure macht, wird auch wie eine Bitch behandelt. Ah, du machst mit Hure noch flirty. Ich bin ein Brate, du bist so dirty. Nun erfolgt dir keine Bitch mehr auf Insta, denn du willst schon viel 10k zum Zinker. Wie sie mich alle nur auf TikTok reduzieren, aber wissen ins Game, ich würde sie lyrisch demolieren. Starke dritte Runde von Elias Jimenez, warte mal her! Das war auf jeden Fall finalwürdig. Ihr habt alles abgeliefert. Es war ein langer, langer Weg. Vorrunde, Belgien, Challenges. Jetzt steht ihr hier, habt das allerletzte rausgeholt, was in euch noch drin war, ne? Punchline-Dichte on top. Ihr habt auf jeden Fall alles rasiert, ne? Ihr habt auch eine krasse Legacy gehabt. Du auch auf jeden Fall. Bei dir habe ich schon beim letzten Mal gesagt, ne? Und ja, meine Freunde, wir kommen jetzt auf jeden Fall zum Judgen, ne? Bevor das passiert, müssen die Judges sich nochmal, glaube ich, ein paar Gedanken machen, weil das ist Finale. Der Gewinner geht hier mit 2000 Euro nach Hause. Und ja, wenn ich die Möglichkeit hätte, würde ich auch euch Universal Deal oder so klar machen. Mach Universum klar. Boxing. Ihr habt euch doch schon geboxt. Ach egal, ich will ein Rematch. Okay, ja. Tatsächlich waren für heute auch weitere Battles geplant, aber waren jetzt alle abgesagt wegen, ja, Winter, alle sind krank, ne, Grippe geht rum und tatsächlich sind auch drei Judges abgesprungen, wirklich drei Judges, Jarambo, Jizzy und Belial sind abgesprungen, auch wegen Krankheit oder sonstigem. Ne? Deswegen haben wir heute einen Battle-Rap-Judge auch am Start, Freezy, ne? Ist von Top Tier Takeover bekannt. Und wir haben N100 am Start, der wird heute auch judgen. Und wir haben einfach eine neutrale Person aus dem Publikum, Abbas, erkennt ihr beide.
Bei Abbas klatschen sie natürlich. Der sympathischste Mann im Raum. Auch er ist ein bisschen krank, glaube ich. Auf jeden Fall, bevor... ich habe euch auf jeden Fall gefragt, ob das für euch okay ist, ne, wenn die drei judgen, weil wir haben keine andere Möglichkeit. Die haben halt abgesagt, so, es geht nicht anders. Und einer muss hier gewinnen. So, die Kommentare können nicht entscheiden, weil wir müssen hier den Gewinner preisgeben, müssen den Check übergeben. Online kann das auch nicht gemacht werden, live kann das auch nicht gemacht werden. Auf jeden Fall, ich kann das auch nicht machen, weil ich bin der Veranstalter, also das wäre sonst unfair. Und ja, auf jeden Fall sind die Judges schon ready. Ich würd sagen, Freezy wird beginnen mit seinem Vote. Let's go. Jo, was geht ab? Ey, ich würde erst mal sagen, Kaiser Lounge, haben wir ein geisteskrankes Match hier gesehen, oder was? Alter, war das Feier, unfassbar. Ey, es war mega schwer, das Ganze zu bewerten. Ich habe hier mit 1000 Notizen gemacht, ich versuche mich kurz zu halten. Erste Runde von dir, Bruder, die T-Low-Line hat mich gekillt, Digga. Fand ich zu brutal auf jeden Fall. Leider einen kleinen Verhaspler und Stumbler in der ersten Runde gehabt, so. Sarah GBS-Line auch sehr geil gewesen. Die T-Bag-Metapher mit der Hosentasche, Digga, auch geil gewesen. Upper Redline stark gewesen. Führerschein-Gimmick auch sehr cool gewesen. Deswegen setze ich da auf jeden Fall einfach auch nur wegen dem kleinen Stumbler und so weiter, gebe ich da die erste Runde an Elias. Kommen wir weiter zu der zweiten Runde. Da hast du einen viel stärkeren Einstieg gehabt. So, hast den nachgemacht und so weiter. Habe ich mich auch bepisst vor Lachen so da hinten so. Sehr nice auf jeden Fall gewesen. PA Sportsline war auch sehr, sehr nice. Objektiv im Arsch, geile Reimkette auch gewesen auf jeden Fall. Und aber der Double Time war leider unverständlich so, weshalb ich da geguckt habe, einfach wie die Gesamtleistung war und so weiter. Und einfach weil er da viel stärker reingekommen ist, gebe ich die zweite Runde an ihn. Kommen wir zum Finale, ne? Jetzt steht es 1-1. Und ich habe die letzte Runde an ganz wenigen Faktoren tatsächlich ausgemacht. Und zwar am Anfang dachte ich mir so, okay, geiler Real Talk in die Kamera und so weiter. Leider zu wenig Gegnerbezug, dachte ich mir so, okay, scheiße, so da kommt nichts mehr. Aber wie du reingekommen bist, Bruder, scheiße. Balenciaga, Bruder, vorbei gewesen, so. Balenciaga, geisteskrank, Kinderschokolade, generell geile Runde gewesen, so. Ich habe mir das bildlich vorgestellt, sein Gesicht auf einer... Aus Algerien, ja. Deswegen, sehr, sehr geile Runde gewesen, sehr, sehr feier. Meiner Meinung nach die beste Runde des Battles von dir. Bruder, Brate, Alter, ist so Sponsoring, Bruder, zeig mal einen Schluck her, Alter, nein, Scherz. Also der Gastauftritt von Dilara hat mich leider nicht so abgeholt, liegt nicht an der Leistung, sondern schlussendlich nur daran, dass mir eine Endpunchline gefehlt hat, warum quasi sie jetzt da war, so. Und da hat er für mich einfach zu krasse Angles und Haymaker in der dritten Runde gehabt, als dass ich das jetzt an dich geben kann. Trotzdem geiles Battle von euch beiden, mein Vogue 2-1 an Furkan, an den Fuckboy, sorry. Danke auf jeden Fall für den Vote. So, kommen wir jetzt zu dem nächsten Judge, N100. Er wird auch seine Meinung hier verkünden. Also ich lasse mich auf jeden Fall hier zu stehen. Ich stehen zu müssen. Auf jeden Fall krass Battle gewesen, oder? Seid mir ehrlich, mach mal Lärm hier! Ja, wo fange ich an? Auf jeden Fall, ich fange bei dir an. Also ich hatte am Anfang das Gefühl gehabt, du bist nicht so krass in deinen Flow reingekommen. So, die Punchlines waren schon da. Allerdings muss ich sagen, dass du in deiner ersten Runde viel mehr Punchlines gehabt hattest. So, deswegen würde ich die erste Runde an dich geben. Der Beat war auch krasser, also meiner Meinung nach. Bei der zweiten Runde fand ich dich allerdings krasser. So, bei deinem war das auch mit der Dilara-Line. So, da kann ich auch anknüpfen auf jeden Fall. Das hat auch nicht so gezogen, Bruder. Deswegen würde ich sagen, das war ein 1-1 für mich. Ja, und bei der dritten Runde... Bruder, du hast sehr krass begonnen mit deinem Real Talk Part und jeder weiß, dass das halt auch mein Ding ist. Nichtsdestotrotz kam da der Beat Switch und da hast du nochmal richtig Vollgas gegeben. Und deswegen muss ich das leider 2-1 geben. Tut mir leid. Warum leider? Verdiente Leistung. Ja, verdiente Leistung auf jeden Fall, natürlich. Hast krass, krass abgrasiert, Bruder, wirklich. Ich küsse deine Hand. Also, N100 ist auch immer am Start hier, er weiß ganz genau, wie alles hier funktioniert, er weiß auch, was Punchlines sind, was Haymaker sind und aus diesem Grund haben wir sozusagen den geeignetesten hier genommen, der hier judgen kann, mit Freezy und mit Abbas zusammen. Deswegen danke 100 nochmal auch von mir fürs Judgen, fürs Einspringen. Und jetzt ist es schon entschieden. 2-0 für Fuckboy, oder? Ja, ne? 2-0 für Fuckboy. Und jetzt kommen wir zum letzten Judge. Abbas muss auch noch sein Wort abgeben. Yes. Also erstmal übertrieben krass Battle. Ihr habt mich beide schockiert. Ne? Behindert krass. Lass noch einmal lernen. Einmal lernen noch für das Battle.
Also, ich werde nicht viel hinzufügen. Die Jungs haben schon eigentlich alles gesagt. Ne? Ich habe mir auch ein paar Notizen gemacht und so. Attitüde war der vorne. Attitüde, Fuckboy, können wir, glaube ich, alle zustimmen. Der hat krasse Attitüde, das feiere ich an denen. Ne? Du hast behindert krassen eigenen Rap-Style, hast du auch. Aber seine Attitüde ist mehr und das wirkt auch viel im Battle-Rap. Also, wenn du krasse Attitüde hast, das überwiegt manchmal, nicht immer, überwiegt manchmal auch die Punchlines. Safe. Safe. Erste Runde würde ich an Fuckboy geben. Ne? An Fuckboy. Zweite Runde an Elias, ne? Bis jetzt auch immer so gewesen, ich gehe mit den Jungs mit, das ist auch meine Meinung. Und dritte Runde, ne? Sein Beat-Switch war anders, also erstmal emotional, ich dachte erstmal, was hat das mit Battle-Rap zu tun und so. Ne? Erstmal, okay, geht diese emotionale Schiene, sein Aufstieg und so, wie hast du es hergeschafft, wie sieht sein Leben aus. Und danach kam dieser Switch mit der Line, das war fast perfekt. Ne? Deine Runde war auch richtig krass, aber auch das mit Delada hat mich nicht so abgeholt. Ne? Deswegen muss ich meine dritte Stimme auch anfangen bei geben. Hallo. Sehr, sehr gute Judges heute am Start. Konstruktive Kritik gegeben. Alles mit aufgeschrieben. Ne? Sehr, sehr stark von euch. Ne? Geiles Match, geiles Finale von Fuckboy und Elias Jimenez. Macht einmal nochmal Lärm! Yeah! Sehr, sehr finalwürdig. Und ja, auf jeden Fall, vergiss nicht, ne? Der Beat war nicht scheiße in 100. Der erste Beat von Fuckboy war von Abbas produziert. Ne? Check dann ab! Auch er ist Produzent. Und ja, ihr beide könnt jetzt was sagen. Ne? Eure abschließende Worte. Ja, auf jeden Fall ist mir eine riesige Ehre, hier jetzt stehen zu dürfen zum, ich weiß nicht, zum dritten, vierten Mal jetzt schon. Ja, Hauptsache, ich habe heute nicht gechoked. Hauptsache, ich kann mir heute, also ich kann mir, wenn das Battle rauskommt, die Folge reinziehen. Fühlen, weißt du, weil du hast krass abgerissen, ich habe auch meiner Meinung nach mein Bestes gegeben, so. Also wir sind uns da, glaube ich, alle einig, das war ein richtig krasses Battle heute, Alter. Was wir da gemacht haben, mein Bruder, wir haben alles gefickt. Jetzt kannst du. Also auf jeden Fall, Dankeschön an 4Seven, dass er uns das alles ermöglicht, auf jeden Fall, dass er den ganzen Jugendlichen, den jungen Künstlern eine Plattform bietet, eine Bühne gibt. Das ist nicht selbstverständlich. Auf jeden Fall erstmal nochmal Dankeschön an 4Seven und einmal Applaus, Riesenapplaus. Und auf jeden Fall war mir auf jeden Fall eine Ehre, Bruder, weil du hast auch bis jetzt sehr krass abgeliefert, du hast abgerissen und auch wir sind auch privat sehr gut, weißt du, ich meine, deswegen war das auch nochmal, genau, mein Bruderland. Deswegen hat mich das auch nochmal sehr gefreut und wie ich schon gesagt habe, Bruder, der Bessere sollte gewinnen und ich war halt der Bessere, weißt du? Aber, Artem, du machst dich immer unsympathisch, nein, am Ende, Bruder, lass es, nein, Bruder. Aber, deswegen, Bruder, ich küsse dein Herz. Ja, meine Freunde, Fuckboy hat hier auf jeden Fall gewonnen und aber sehr, sehr knapp, ne? Elias war auch geisteskrank. Macht einmal Lärm für Elias! Yeah! Aber der Gewinner von Big Reality und 2000 Euro von Concept Weiss ist Fuckboy! Yeah! Auf jeden Fall, du gewinnst die 2000 Euro. Wie gesagt, wenn ich mehr machen könnte, würde ich für euch mehr machen. Ne? Auf jeden Fall, danke auf jeden Fall an Concept Weiss für Sponsoring, für das ganze Turnier. Beste Zahnaufhellung in ganz Deutschland, Nummer 1 Marktführer. Und checkt auf jeden Fall Raigeki ab. Link ist in der Videobeschreibung. Wir sind hier in Kaiser Lounge. Und habe ich irgendwas vergessen? Nee, ne? Nein. Okay, wir sind hier in Kaiser Lounge ab 18 Uhr für euch verfügbar. Fuckboy wird sich jetzt diese 2000 Euro gönnen. Und ja. Glückwunsch, Bruder! Hey! Wir sind raus!